Lucy Diakovska, das hat sie mit ihrem Dschungelgewinn vor. Nach ihrem Dschungelcamp-Sieg verrät Lucy Diakovska, was sie mit ihrem Gewinn machen wird, wie sie zu dem Drama um Kim Virginia steht und welche Person sie so schnell wie möglich in die Arme schließen möchte. Lucy Diakovska, 47, hat es geschafft und sich 2024 die Dschungelkrone geholt. Mit ihrer ausgeglichenen, lustigen und herzlichen Art konnte sie ihre Fans und Mitstreiter von sich überzeugen. Im Finale erreichte sie eine deutliche Mehrheit von 64,49%. Zum Vergleich, die zweitplatzierte Leila Lahoua, 27, erreichte nur 35,51%. Nur wenige Stunden nach ihrem Sieg plaudert sie in der großen RTL-Pressekonferenz über ihre Zeit im Camp. Auch InTouch Online war dabei. Lucy freut sich über ihren Sieg. Lucy verrät unter anderem, was sie mit der Siegerprämie von 100.000 Euro machen wird. Ich werde tatsächlich an einen e.V. hier in Deutschland spenden. Die arbeiten mit Tieren, erzählt sie. Ich habe da schon mit meinem Hund Jerry den Gewinn von Top Dog gespendet. Das hat mir schon gut gefallen, was die da alles machen und die brauchen auch immer wieder Unterstützung. Ein anderer Teil wird dann in den Park reingehen, in den ich schon seit 4 Jahren sehr viel investiere. Damit wolle sie sich gegen die Vernachlässigung der Natur einsetzen. Die Sängerin verrät außerdem, wie sie Kim Virginia, 28, und ihr Liebesdrama um Mike Heiter, 31, wahrgenommen hat. Mit einem eindeutigen Nein untermauert sie, dass das Reality-Sternchen sie damit nicht genervt hat. Mich hat Kim auf keinen Fall genervt. Die größten Streitigkeiten habe ich komischerweise nicht miterlebt, weil ich jedes Mal bei einer Prüfung war. Und als ich zurückgekommen bin, ist irgendwas passiert und ich habe nichts davon mitbekommen. Ich fand es schade, dass beide nicht wirklich den Weg zueinander gefunden haben. Ich fand auch Kim sehr interessant als Mensch. Ich habe so viel mehr von ihr bekommen und erfahren, als all das, was sie im Camp gezeigt hat. Sie ist schon eine sehr interessante Persönlichkeit. Mike genauso. Die wollten vielleicht einfach diese anderen Seiten von sich nicht preisgeben. Im Vergleich zu mir, sagt sie lachend. Nun freut Lucy sich erst einmal darauf, wieder nach Hause zu fliegen. Zunächst wolle sie sich passende Hosen kaufen, denn durch die Gewichtsabnahme im Camp passen diese ihr nicht mehr. Und danach möchte sie umgehend ihre Oma besuchen. Ich weiß, dass meine Oma sich ganz große Gedanken gemacht hat. Auf sie freue ich mich ganz besonders, gesteht sie. Schon seit Tagen verspüre sie eine innere Sehnsucht nach ihrer Großmutter. Das wird bestimmt ein ganz schönes Wiedersehen.